So, moin und herzlichen Glückwunsch zu diesem neuen Video. Ich habe in letzter Zeit so unfassbar viel zu tun, dass ich völlig das Dezember-Update für Gran Turismo 7 verpasst habe. What the fuck ist denn hier los? Das hat mich gerade eiskalt erwischt, als ich gesehen habe, dass Gran Turismo 7 sich heute Abend geupdatet hat. Dann habe ich es jetzt mal natürlich gestartet, weil man will ja immer wissen, was da los ist. Und dann sehe ich folgende Patch Notes. Aktualisierungsdetails 1.27, jawohl. Der Dezember-Patch ist da. Und er bringt nicht eins, nicht zwei, nicht drei, nein, er bringt fünf neue Autos mit ins Spiel. Beziehungsweise einen davon könnt ihr ja theoretisch schon haben, wenn ihr euch den im Vorfeld freigespielt habt. Aber jetzt ist der Ferrari Vision GT auch käuflich erhältlich. Okay, dann gehen wir doch mal kurz durch. Ich habe heute leider keine Zeit gehabt für einen Aktualisierungs-Livestream, wie wir den sonst immer machen, weil heute Abend Seven vs. Wild dran war. Morgen komme ich auch nicht dazu, muss lang arbeiten und abends muss ich noch Rallye fahren und Samstag, Sonntag sind auch schon verplant. Deswegen machen wir das diesmal so. Und ihr seid bitte so lieb, schreibt eure Gedanken und Gefühle einfach unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon mal da unten seid, dürft ihr gerne ein Like da lassen und oder abonnieren, falls das noch nicht geschehen ist. So, dann schauen wir uns mal ab, was es alles Neues gibt. Und zwar haben wir natürlich die fünf neuen Fahrzeuge, die da sind. Der Alfa Romeo Giulia GTA M von 2020, den Bugatti Chiron von 2016, das ist eine richtige Rakete. Für meinen Geschmack nicht besonders schön, ich mag die Bugattis von der Optik einfach nicht, aber das ist natürlich Personal Preference, wie der Franzose sagt. Aber das ist natürlich eine Rakete, kann man bestimmt was mitmachen. Dann haben wir ein sehr, sehr schönes Fahrzeug, die Chevy Corvette C8 Stingray von 2020, das ist ein schönes Gerät. Dann natürlich der vorhin schon genannte Ferrari Vision Gran Turismo. Und ein absoluter Klassiker, nicht nur in den Gran Turismo-Spielen, sondern auch in sämtlichen Rallye-Spielen dieser Welt, die Toyota Celica GT4 Rally Car von 1995, die ab dem 15. Dezember, was ja heute ist, bei legendäre Autos erhältlich sein wird. Dann werden wir gleich mal gucken, was die Kiste kostet. Die würde ich mir nämlich gerne auf jeden Fall kaufen. Der Ferrari Vision Gran Turismo wird ab dem 23. Dezember in der Brand Central erhältlich sein. Das heißt, den gibt es jetzt leider noch nicht. Spieler, die die Frage für Tag 4 der Zuschauergeschenkaktion des Weltfinals richtig beantwortet haben, erhalten ab dem 15. Dezember Vorabzugang zum Auto. Dazu zähle ich leider nicht, weil offensichtlich habe ich die Frage falsch beantwortet, weil ich habe den Zugang nicht bekommen. Yo, dann haben wir die üblichen Café-Updates. Wir haben zwei Extra-Menüs und zwar eine BMW-Sammlung mit Reihen 6-Zylinder und eine Bugatti-Sammlung. Die BMW-Reihen 6-Zylinder werde ich wahrscheinlich zusammenkriegen, bei den Bugattis wird es eventuell schwer. Verzeihung. Die neuen Menübücher und Extra-Menüs erscheinen, wenn sie das Spiel abgeschlossen haben, bla, das wissen wir, das ist ja immer so. Dann haben wir die folgenden neuen Veranstaltungen wurden zu den Weltstrecken hinzugefügt. Nürburgring, europäischer Clubman Cup 600. Da bin ich mal gespannt, wie groß die, die Belohnungen ausfallen. Ich wünsche mir ja schon sehr, sehr lange eine Nordschleife Money Grind Strecke. Aber ich gehe mal davon aus, dass es sich hierbei nicht um die Nordschleife handelt. Und wenn es sich um die Nordschleife handelt, wird es sich wohl nicht lohnen. Wir sind gespannt, wir gucken gleich mal rein. Interessiert mich auf jeden Fall. Dann haben wir Mount Panorama Motor Racing Circuit. Der ist ja schon länger im Spiel. Da ist ein neues Rennen dazugekommen. Amerikanischer Clubman Cup 700. Können wir uns auch anschauen, wie viel es da gibt. Und die Rennstrecke Monza bietet jetzt die Hypersportwagenparade. Das klingt ganz geil. Monza ist auch eine geile Strecke. Könnte ich mir auch mit Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen echt gut vorstellen. Da bin ich mal gespannt. Dann gibt es neue Scapes, unter anderem der Standort. Norwegen wurde als empfohlene Kuration zu Scapes hinzugefügt. Norwegen finde ich super schön. Sind eventuell ein paar schöne Sachen dabei.
andere Verbesserungen und Anpassungen. Lenkradcontroller, ich überspringe jetzt mal den Multiplayer. Lenkradcontroller, ein Problem wurde behoben durch das Kupplungspedal bei Lenkradcontroller nicht mehr reagierte, wenn man den BMW M2 Competition mit einem voll anpassbaren manuellen Getriebe ausstattete. Ein Fehler, der mir noch nie passiert ist, weil ich ohne Kupplung mit sequenziellem Getriebe fahre. Und ein Soundproblem wurde behoben. Okay, dann schauen wir mal eben noch mal kurz ins Game rein. Wundert euch übrigens nicht, heute ohne Facecam, weil ich sitze hier bei absoluter Dunkelheit, weil mich heute Abend ein bisschen die Migräne ereilt hat und ich kann im Moment echt kein Licht ertragen, deswegen müsst ihr leider mit meiner Stimme Vorlieb nehmen. Ich hoffe, das ist für heute mal okay. Für begrenzte Zeit sind jetzt Rennen. Achso, die Rennen zum 25. Jubiläum sind natürlich immer noch da. Noch 18 Tage, wie ihr oben rechts sehen könnt. Jetzt wollen wir uns aber zuerst mal... wir fangen links an. Wir gucken zuerst mal in die Escapes kurz rein. Das haken wir aber relativ schnell ab, weil ich weiß, dass die meisten das nicht so interessant finden wie ich. Ich bin halt Grafikdesigner und daher sehr audiovisuell gesteuert. Und mir gefallen immer solche Sachen. Hoppla, das wollte ich nicht. Sorry. Ja, ein sehr schöner Fjord hier mit der Stadt Troms oder Tromso. Hier auch nochmal die Lofoten. Das ist, glaube ich, eine Inselgruppe, ne? Haben wir hier den schönen Highway am Atlantik entlang. Geil, geile Brücke, oder? Da würde ich gerne mal drüber heizen. Mit so einem schönen GTR 35 oder so. Ja, sehr, sehr schöne Bilder. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Death Stranding, muss ich sagen. Da haben sie ja die Landschaft der Lofoten so ein bisschen nachgeahmt. Auch ein schönes Bild. Ja, sehr, sehr schön. Hier nochmal im Sonnenuntergang. Schön. Also da ist auf jeden Fall einiges dabei, was man gebrauchen kann für ein paar schöne Bilder. Alter, der Tunnel, oder? Da kriegt man schon so ein bisschen Schiss, da reinzufahren. Sehr schön, einige Bilder dabei. Gefällt mir sehr gut. Vor allem jetzt, wo ich im Death Stranding-Fieber bin, passt mir das sehr gut. So, dann schauen wir mal in die Cafés. In die Cafés vor allem, in die Café-Menüs natürlich. Und schauen mal, was hier gefragt ist für die 2.9. Oh, rein 6-Zylinder, da fehlt mir jetzt der alte. Den habe ich verkauft, weil ich dachte, den brauche ich nicht mehr. Jetzt bräuchte ich ihn doch, um hier ein 6-Sterne-Roulette-Ticket mit Motor freizuschalten. Und wie schon erwartet, habe ich von Bugatti ganz genau keinen. Okay, da brauchen wir einmal den Veyron von 2013, den Vision Gran Turismo. Ich weiß gar nicht, gibt es den so zu kaufen oder braucht man für den die Einladung? Und den Bugatti Chiron von 2016. Okay, und hier gibt es auch ein Motorticket. Für alle, die noch Motoren sammeln, ich höre das ja immer wieder, wenn ich hier Motorswap-Videos mache. Scheiße, wie komme ich an den Motor? Hier habt ihr nochmal zweimal die Chance, Motoren zu ergattern. Sehr schön. Gefällt mir gut. Bis jetzt ein gutes Update. Dann schauen wir mal in die Brand Central, was die Karren kosten. Einmal Amerika, die Chevy Corvette C8. Können wir direkt mal schauen, da ist es schon. C8 von 2020, 85.000. Das ist sehr, sehr günstig. So die typische Corvette-Farbe, oder? Dieses Gelb, wobei ich sagen muss, das sieht hier nicht so schön aus. Wir machen mal die dynamischen Szenen, das ist ja immer ein bisschen hübscher. Dieses typische Corvette-Gelb. Also ich bin ja kein Freund von amerikanischen Muscle Cars. Das habe ich ja leider schon öfter kundgetan. Aber eine schöne Corvette und ein schöner Mustang können mich trotzdem immer begeistern. Oder auch ein Charger oder auch ein Camaro. Ja, je nachdem, was für ein Modell. Finde ich auch mal ganz nett. Aber ich muss sagen, von den ganzen amerikanischen Sportwagen, die aktuell so durch die Gegend düsen, ist die C8 doch eine der optisch ansprechendsten Modelle für meinen persönlichen Geschmack. Ich wüsste nur nicht, in was für einer Farbe ich mir die jetzt hier zulege. Ich glaube, ich finde so ein schönes Rot schön für eine Corvette. Schwarz ist ja auch so ein Klassiker. Blau spricht mich gar nicht an, wobei dieses Rapid Blue ist auch nicht verkehrt.
Wie ist denn hier dieser irdene Ton? Die hat so schöne grüne Bremszettel. Das Bild ist ja jetzt aber auch nicht. Ist jetzt auch nicht gerade vielsagend. Wie soll ich denn da die Farbe beurteilen? Müssen wir doch hier hin. Weil ich will die auf jeden Fall mitnehmen. Dann gucken wir nämlich gleich mal, in was für einen Bereich die reinpasst. Oh, das Dunkelrot mit diesen gelb-grünen Bremssätteln. Das ist ein Gelb, aber mit so einem leichten Grün drin. Ich glaube, das ist das hier. Das ist das Accelerate Yellow, mit dem die hier die Bremssättel auch gemacht haben. Ich kann mich nicht entscheiden. Ne? Dann nehme ich jetzt gerade mal die gelbe. Die wird ja sowieso nochmal geändert und dann kaufen wir die schon mal für den Fuhrpark. Die möchte ich nämlich mal fahren. Da ist sie. 585 LP hat die. Könnte unter Umständen ein Tokio-Kandidat werden. Müssen wir mal schauen. Ja, ich wähle die aus. Warum nicht? Gucke ich mir sehr gerne mal an. So, dann gucken wir uns die restlichen Daten nochmal kurz an. Das Ding hat 6 Liter Hubraum, mein lieber Freund. Mittelmotor-Heckantrieb, 368 kW. 637 Newtonmeter, ist 4,63 Meter lang, 1,93 Meter breit und 1,23 Meter hoch. Wiegt 1530 Kilogramm und hat den gewohnten Saugmotor. Das haben, achso, die älteren haben eher so Kompressor, oder? Ne, genau, die klassischen haben auch Saugmotoren, ich wollte gerade sagen. Ja. Hier zum Beispiel, ne? Das ist auch so ein Ding. Von vorne unheimlich geil. Von hinten, na, geht so. Ich weiß nicht. Irgendwas haben die da gemacht, was mir nicht gefällt. Naja, ist Geschmackssache. Ich spreche keinen seinen Geschmack ab. Gibt ja viele Leute, die Autos mögen. Ich mag halt auch oft das Handling nicht. Wobei ich sagen muss, gerade vom Handling her, ist auch unter Sportwagenbegeisterten in der Real World, wie der Franzose sagt, die C8 sehr weit vorne, weil die sich wohl auch extrem gut fährt. Okay, das war die C8. Dann schauen wir uns noch die Giulia, war es, glaube ich. Die Giulia an. Ist auch schon. Ist auch so ein unfassbar schönes Fahrzeug einfach. Und zwar wisst ihr, wo ich die oft gesehen habe, wenn ich im österreichischen Fernsehen Formel 1 geguckt habe. Da verlosen die nämlich so ein Teil. Und ich finde das super geil. 579,5 LP, auch das wäre unter Umständen ein Tokio-Fahrzeug. Frontmotor-Heckantrieb, das ist auch gut für die Gewichtsverlagerung. Da kann man schön 50-50 machen. 397 kW, fast 600 Newtonmeter, 4,67 Meter lang, 1,92 breit, 1,39 hoch und hat auch 1580 Kilogramm. Ziemlich genau dasselbe Leistungsgewicht wie die Corvette, oder? Die Corvette hatte weniger kW, aber dafür auch ein bisschen weniger Gewicht. Ich glaube, das kommt ungefähr von der Beschleunigung aufs selbe raus. Interessanterweise hat die Giulia hier weniger Leistungspunkte zugeschrieben bekommen. Wahrscheinlich verliert sie da in der Newtonmeter-Kategorie zu stark. Aber nehme ich auch mit und die muss meines Erachtens rot sein. Ich gucke trotzdem mal, oh, das ist aber auch ein schönes Grün. Montreal-Grün und Bianco Trofeo. Auch das sehr sexy, wobei ich finde, da hat sie dann so einen Civic-Touch und ich finde, das passt zu einem Italiener nicht. Ein Italiener muss für mich rot sein, deswegen kaufe ich die in rot. Da werden wir mal sehen, was die in Tokio so bringt. Was für ein schönes Fahrzeug, oder? Guckt euch mal die Front an. Die sieht einfach geil aus, wie sie da steht. Gerade in der Ausführung. Oh, geil. Also das Auto liebe ich voll. Keine Ahnung, was das ist. Nur neuere Fahrzeuge, ganz selten, dass die so richtig mich emotional aufrühren, sag ich mal. Aber die Giulia hat es mir schon echt angetan. Also wenn ich mir die leisten könnte, ich glaube, dann würden es Mitbewerber schwer haben. So, dann schauen wir nochmal den Bugatti an. Dann können wir nämlich gleich auch abchecken, ob man die alle kaufen kann. Ich weiß jetzt nicht, welchen VGT man braucht. Okay, anscheinend können wir die hier alle kaufen. Ja, dann mache ich das vielleicht, um dieses Ticket frei zu spielen.
Machen wir aber nicht jetzt, keine Sorge. Wir wollen uns jetzt nicht mit Einkäufen aufhalten. Also, der hat 705 LP. Schwierig. Könnte man vielleicht runterdrücken auf 700, um damit Le Mans zu fahren. Für Sardegna würde ich sagen, ist er zu schwach. Ich denke, Sardegna wird man damit nicht viel reißen. Ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, wenn ihr den mal getestet habt. Oder wenn ihr sagt, ey, ich habe ein super Setup für den, ihr würdet das gerne mit mir teilen, dann könnt ihr das gerne tun und mir entweder über PSN, mein Nickname ist Shuriken1337, oder über Instagram, auch da heiße ich Shuriken1337, könnt ihr mir das als PN zukommen lassen, dann schaue ich mir das sehr gerne an. Ja, für mich ist er nix, aber 8 Liter Hubraum, Allradantrieb, 1100 kW, 1600 Newtonmeter. Der zieht mehr als nur die Wurst vom Teller. 4,54 Meter lang allerdings, 2 Meter breit, 1,21 Meter hoch und wiegt stolze 2 Tonnen. Ansaugung Turbo. Ist von den Werten her ein geiles Teil, aber ich weiß nicht wirklich, wo wir den einsetzen sollten. Ja. Hier für Le Mans wäre wahrscheinlich der hier sogar besser. Aber ich glaube, den großen zu drosseln wäre irgendwie cooler, oder? Ja, ich glaube, ich würde den Chiron lieber drosseln, als den Veyron zu fahren. Ja, und die hier sind ja sowieso LP900 und so. Damit kannst du ja eh fast nichts anfangen in dem Spiel. Der hier hat 630. Okay. Ja, schaut ihn euch an, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie der euch gefallen hat. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die beiden anderen und vor allem auf den wir uns jetzt anschauen. Nämlich auf den schönen... Die schöne. Ich habe gelernt, die Celica ist eine Dame. Toyota Celica von 1995, GT4 Rallye. Die Celica hat 599,65, ist ja wohl wahrscheinlich das ideale Tokio-Auto für Faule, die gar nichts machen wollen. Hat 2 Liter Hubraum, man ist es gewohnt, ist halt eine kleine Celica, oh, Kölner Nummer sogar. Vierradantrieb ist klar, 222 kW ist auch klar, 500 Newtonmeter Drehmoment. 4,42 Meter lang, 1,77 Meter breit und 1,30 Meter hoch, wiegt 1200 Kilo und hat ebenfalls Turboansaugung. Dann kaufen wir das gute Stück doch mal. Sehr schön. Und die wählen wir auch jetzt mal direkt aus. Gucken gerade mal, was aktuell noch im Angebot ist. Maserati, Jaguar X9 13 war, glaube ich, nicht der Jaguar, den man für die Trophäe braucht. Oh, aktuell ist der Supra GT500 wieder drin und unser geliebter Alpha. Also falls ihr die zwei noch nicht habt, solltet ihr jetzt bei Legendary Cars vorbeischauen. Weil die sind beide... sehr cool. Ansonsten ist diese Woche nichts drin. Der GT1 ist ganz cool, aber da habe ich auch noch nicht für mich rausgefunden, wo man den gut fahren kann. 648, ne, das wäre eigentlich auch ein Le Mans Auto. Aber habe ich bis jetzt noch nicht getestet. Könnte man mal machen. Den Mazda bin ich mal gefahren aus Spaß. 473. Den habe ich mal als Tokio Auto gemacht, aber da habe ich kein Land gesehen. War trotzdem lustig zu fahren. Genau wie der Gia Roadster von Plymouth. Oh, ein Ferrari F50 ist auch ganz cool. Den kann man auch relativ leicht auf die 600 runterdrücken. Bin ich auch schon in Tokio gefahren. War auch nicht so schlecht. Wobei der F40 besser war. Gut, dann machen wir mal einen kurzen Test, wenn wir schon mal da sind. Wir starten mal kurz Tokio. Ich sitze halt jetzt nicht am Lenkrad, deswegen werde ich es jetzt nicht fahren. Ihr wisst ja, ich bin kein Controller-Fahrer. Aber wir können ja mal kurz schauen, ob die Celica in ihrer jetzigen Verfassung, also so wie sie standardmäßig kommt, ob die überhaupt eine Schnitte hat in der Beschleunigung am Anfang.
Wir haben ja so einen Richtwert, wenn man aus dem Tunnel rausfährt und unter dem 10. Platz ist, ist es ein relativ gutes Auto. Wir schauen mal. Oh, ich weiß gerade gar nicht, wie man schaltet. Ah, das war Hochschalten. Okay. Ich habe so lange mit Controller nicht gespielt. Okay, wartet. Ich muss nochmal neu. Also X ist runterschalten. Eine Sauna. Okay, die kommt hier nicht hinterher. Da müsste man definitiv erstmal was am Gewicht machen, denke ich. Wir haben Racing Hearts drauf. Okay, das erklärt es natürlich. Also da müssen auf jeden Fall schlechtere Reifen drauf. Und dann muss man erstmal das Gewicht rausnehmen und dann natürlich was an der Leistung machen. Die fährt jetzt hier auch nur 250 schaffen wir vielleicht gerade so. Ja, haben wir nicht geschafft. Also jetzt 250 hätten wir vielleicht noch geschafft. Aber das ist natürlich zu langsam. Und da muss ein bisschen mehr gehen. Aber ich denke, durch den Allradantrieb wird die sich mit Sportreifen. Das Spiel ist super laut, oder? Ich schrei hier gegen das Spiel an. Ihr habt wahrscheinlich kein Wort von dem gehört, was ich gesagt habe. Ja, also die ist natürlich viel zu dünn auf der Brust, aber sie ist ja mit Racing Hearts ausgestattet. Das heißt, wenn wir da Sportreifen drauf machen, und das ist ein Allradler, der wird sich auch mit Sportreifen gut fahren, da können wir ja noch einiges runterholen. Wenn wir hier, sagen wir mal, wir gehen auf Sporthard und sogar Mediums nehmen, wir müssen wahrscheinlich eh öfter an die Box, zweimal bestimmt. Wenn wir hier auf die Sporthard wechseln, dann gehen wir runter auf 538. Da habt ihr ja ordentlich Spielraum nach oben hin. Ich denke, da kann man einiges machen. Wäre eventuell wirklich ein Tokio-Auto wert. Gerade halt einfach spannend wegen dem Allradantrieb. Also würde ich mal testen. Muss ich mal schauen. Vielleicht mache ich da ein Setup dazu. Mal gucken, wie ich lustig bin. So, meine lieben Freunde. Im Prinzip war es das jetzt auch schon von dem Update. Ich muss sagen, ich finde es ziemlich cool. Ich finde die Wagenauswahl sehr cool, vor allem sehr bunt. Ja. Es ist im Prinzip für jeden was dabei. Wir haben einen schönen europäischen Sportwagen, zwei sogar. Wir haben den neuen VGT von Ferrari, auf den ja viele gewartet haben, schon seit Gran Turismo 6 oder sogar 5. Ich weiß nicht mehr, wann der Premiere gefeiert hat. Dann haben wir die Jellica, also wieder was für die JDM-Freaks oder für die Rallye-Freunde. Also da sind gleich zwei abgedeckt. Dann haben wir die Giulia als modernen italienischen Sportwagen. Dann haben wir noch einen neuen schönen Muscle Car dazu bekommen. Also ich finde, man kann sich nicht beschweren. Und halt den Bugatti. Ja, ich weiß, ich mag. Aber sagt's keinem. Gut. In diesem Sinne, Freunde der Sonne, dann hoffe ich, dass ihr das Video trotzdem in irgendeiner Weise ein bisschen genossen habt, auch wenn es nicht unser üblicher Livestream war, wo wir uns dann schön unterhalten können und alles. Aber ich habe euch immerhin zeigen können, was es Neues gibt. Wenn ihr selbst nicht die Zeit habt, dies zu tun, dann könnt ihr euch dieses kurze Video anschauen. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Update haltet, über welches Auto freut ihr euch denn am meisten. Und wenn ihr schon mal unten in den Kommentaren seid, dürft ihr gerne ein Däumchen dalassen und oder abonnieren, wenn ihr das mögt. In diesem Sinne, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Gran Turismo 7. Wiederhauen und eingeschaut.